Schneiderei der Bregenzer Festspiele werden alle Produktionen des Festspieljahres betreut. Ca. 40 Personen, darunter Schneiderinnen, Gewandmeister und Dresser sowie Kostümfärberinnen, sorgen allabendlich dafür, dass die Kleidung sitzt, dass sie im rechten Licht erstrahlt und auch, dass kurz vor der Aufführung letzte Säume noch genäht werden. Ramona Baldreich leitet die Kostümabteilung der Bregenzer Festspiele und plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen. Es geht bei jeder Vorstellung was kaputt. Es wird bei jeder Vorstellung geflickt, natürlich bei 170 Darstellern pro Abend auf der Bühne. 400 Kostüme circa ist es ganz normal, dass Säume runtergetreten werden, Nähte platzen. Das muss natürlich alles wieder bis zur nächsten Vorstellung gerichtet werden, genäht werden. Um ca. 18 Uhr wird in der Kostümabteilung jeden Abend gestartet. Die Besetzung und aktuelle Änderungen kommen noch einmal zur Sprache. Es wird kontrolliert und genäht, letzte Kostüme noch einmal aufgebügelt. Ab 7:30 läuft dann der Countdown für die Sehaufführung der Tosca. Jede Hauptrolle ist dreimal besetzt, das heißt, jeder Darsteller hat auch sein eigenes Kostüm. Ganz besonders in diesem Jahr das Hemd des Cavaradossi bzw. des Stuntman. Der Sänger wird während der Szene, natürlich unsichtbar, gegen den Stuntman ausgetauscht und dieser trägt ein ganz spezielles Hemd, welches jeden Abend gesondert vorbereitet wird. Durch eine Mechanik, durch Blutbeutel, die vorpräpariert werden an diesem Stuntman, wird während der Erschießungsszene durch einen Auslöser die Mechanik für eben diese Erschießungsszene ausgelöst, die Patrone platzt, das Hemd platzt, der Cavaradossi, der Stunt eigentlich ist erschossen und wer die Tosca kennt, der fällt dann tot von der Pupille runter ins Wasser. Ramona Baldreich hat ihr Herz schon 25 Jahre lang den Bregenzer Festspielen verschrieben, der Arbeit in der Kostümabteilung, einer ganz besonderen und schönen Aufgabe. Die besondere Arbeit für mich ist eigentlich, dass ich jedes Jahr ein neues Programm habe. Natürlich am See draußen, das ist ein Riesenprojekt. Viele Leute kommen, es ist ein Spektakel, das freut einem natürlich. Und es ist wirklich alle 2 Jahre eine neue Seeproduktion, eine neue Herausforderung und natürlich alle anderen Programme, die wir machen, Hausoper oder Operette im Chormarkt. Das sind immer neue Projekte und das sind große Herausforderungen. Ja, und das gefällt mir einfach.